Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ich spiele Skyforge. So, und ich bin hier noch auf Isola und habe im letzten Part hier von diesen Skays, oder wie sie heißen, welche kaputt gemacht. Und dafür darf ich mir die Belohnung jetzt noch abholen. Damit würde ich jetzt diese Folge starten. Okay, das war vollkommen unspektakulär. Was ist das denn für ein geiles Vieh? Fliehender Wind. Ist ja awesome. So, wo muss ich denn hin hier? Da liegt noch eine Leiche rum. Genau, ich durchsuche hier nämlich gerade so Leichen. Das mache ich hier dann mal. No tablet again. I guess the bandits are also trying to learn something about these ruins. We should try looking for the tablets on their base, deep in the ruins. Ja, zu den Banditen wandere ich als nächstes. Jetzt hole ich mir da die Questbelohnung noch ab. Besiege den grimmigen Skason oder so. Ich lasse mich mal hier erstmal auf meine Map gucken. Gut, ich muss hier oben noch hin. Also, ja. Und ich muss hier unten. Ich gehe jetzt hier hoch und dann links und gehe hier so lang. Ah ne, den muss ich erst noch kaputt machen. Guck mal. Wo geht's denn da lang? Wo ist denn das? Genau andere Richtung vermutlich, ne? Warte mal. So, ist das hier? No. No, it isn't. Ah, das ist da oben. Alles klar, ich verstehe schon, ja. Ist hier der Ruinenschreck. Gott, wie schön. Guck mal, wie schön dieser Lichteinfall ist. Siehst du das? So, da so bei den Baumblättern, ne? Total nett. Ich meine, man darf einfach nicht vergessen, dass das Ganze ein MMORPG ist. Und dass das Spiel auf vielen, vielen Rechnern toll laufen soll und vielen, vielen Leuten viel Spaß machen soll. Deswegen wird oftmals an grafischen Sachen in so MMORPGs, gerade dann auch im PvP, sehr gespart. Und ja. Ne, hier bin ich doch anscheinend nicht richtig. Guck mal, wie schön das ist. Ich kann, das kommt, weil dann sehe ich da was und dann sehe ich, ich muss jetzt hier einfach gerade auslaufen. Dann sehe ich da was und dann sehe ich da was und dann verlaufe ich mich immer. Mann, ey. Ich laufe jetzt einfach hier Richtung Ruinenschreck. Guck mal, ist mir doch sogar, wird mir doch angezeigt. Ich lasse die jetzt einfach hinter mir, genau, die resetten dann eh. Dann ist es nicht so dramatisch. So. Das finde ich echt total cool. Das macht mir so einen Spaß. Tralalala. Jetzt siehst du, jetzt bin ich doch schon gleich da. Siehst du. Das ging doch schnell. Oh, da liegt noch eine Leiche rum. Schönen guten Tag. Der sieht ganz normal aus. Guck, so mit T-Shirt und Jeans und so. Geil. Finde ich auch cool. Ist das der... Oh ja, ich... Den muss ich auch kaputt machen. Warte, lass mich mit draufhauen. Ich kann das auch. Ich kann alles. Ich bin total toll. Naja, also... Weitestgehend. Hier, komm her. Ich habe ja Glück hier. Guck mal. So. Tada! Hurra! Und hier kann ich noch eine Kiste aufmachen. Hurra, 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 hurra. Das ist total toll. Ich mache das jetzt auf. Das ist schön, dass da auch Loot für jeden drin ist. Das finde ich auch gut. Die Reliquien. Ich weiß noch nicht genau, wofür man die braucht oder was man damit macht. Aber sie sind halt immer wieder irgendwie mal drin. Ich stelle mich jetzt hier hin. Drücke F. Ring des Geistes. Ich guck mal, ob ich den... Ausrüstung. Glück und Geist. Ich glaube, ich nehme den dann hier, weil der hat hier Stärke und Kühnheit. Naja, auf 6 geht eigentlich auch. Auch auf 6, auf 7. Ja, aber ich nehme Glück und Geist, glaube ich, lieber stattdessen. So. Quest abgeschlossen. Erste Berührung mit Antiquitäten. Du hast geholfen, die uralten Reliquien des Reservats zu schützen. Drücke F, um die Belohnung zu erhalten. Aber da ist sonst nicht so, nee. Guck mal, die Ringe kann ich doch jetzt auch schon mal... Die kann ich doch zerlegen, weißt du? Also, was soll's denn?
Und das ist mein alter Knauf. Den kann ich eigentlich auch zerlegen. Und den Ring hier auch. Dann ist der Tüchtigkeit 3. Der ist auch 3. Der hat plus 15. Der hat plus 21. Dann kann ich den zerlegen. So, und das Ding habe ich eh ausgetauscht, ne, den. Warte, ich ja, nee, das würde mir, ja, genau. Hm, dann kann ich den nämlich auch zerlegen. Okay. So, und dann habe ich ja immer noch, warte mal, Ausrüstung. Kann ich das jetzt hier noch upgraden? Da muss ich ja immer noch, ne? Tata! Jawohl. Das ist schön. Na, endlich. Dann ist die Mission auch abgeschlossen, oder? Öffne das Ausrüstungsfenster P, um das zu verbessern. Upgrade aus und zahle mit Partikeln der Meisterschaft, um den Rang zu erhöhen. Habe ich doch, oder nicht, oder wie? Ah, jetzt ist es. Höheren Rang verbessert. Ja, hurra. Dann kann ich das nämlich bei meinen Waffen vielleicht auch mal machen. Ne, ich hole Frucht. Aber ich kriege eine Belohnung. Das ist schön. So, jetzt. Meine Map. Vergiss nicht, überschüssige Ausrüstung zu zerlegen. Mit einer überfüllten Tasche kommst du nicht weit. Ja, das habe ich gerade schon getan. So, jetzt gehe ich hier hoch und halte mich dann aber mal links. So. Alles klar. Mensch, ja, schön. Läuft doch eigentlich ganz gut. Ich bin echt sehr zufrieden. Es ist ja immer, wenn du so ein Spiel neu anfängst, ist das ja doch oftmals sehr verwirrend. Und ich finde, das hier hat eine ganz, ganz nette, sehr anfängerfreundliche Erklärung. Ich bin jetzt kein MMORPG-Anfänger. Und vielleicht kommt mir das deswegen nur so vor. Aber das, was ich so gesehen habe, finde ich tatsächlich sehr selbsterklärend und sehr, sehr einfach. Ich habe das schon in manchen Spielen schlechter gesehen. Ich habe es, ja, dadurch, dass es hier am Anfang sehr viel gibt. Ja. Ja, ich kümmere mich darum. Ich mache hier alles kaputt. Dadurch, dass ich kein Anfänger bin, kann natürlich sein, ne, dass es deswegen mir einfacher vorkommt. Aber ich, was vielleicht etwas kompliziert ist, es gibt am Anfang sehr viel, dadurch, dass es so viel verschiedene Währungen gibt. Also das kann man nicht anders sagen, glaube ich. Ist es schon ein bisschen schwierig, dadurch, dass es so viel verschiedene unterschiedliche Belohnungssachen gibt, ist es vielleicht nicht ganz leicht, aber im Großen und Ganzen, finde ich, wird dir hier das Spiel sehr leicht und sehr angenehm nahegebracht. Und das finde ich schon sehr nett. Also kann ich hier was machen? Deaktivieren. Was bist du denn für einer? Was bist du denn hier für einer? Ach, komm schon, was ist hier los? Na, jetzt nehme ich erstmal den. Und jetzt hier. Also. So, nur auch nicht, ne? Ja, du kannst mir gar nichts, du Blödmann. Lass mich mein E drücken, lass mich E drücken. So, und jetzt gehst du hier auch noch kaputt. Wenn es irgendwie geht. Ich habe gleich keinen. Ja, Mana ist das ja hier nicht, ne? Mehr? So. Ah, Selbstzerstörung. Ich bin aus dem Weg. Oh, hab trotzdem noch ganz schön einen mitgekriegt, Mensch. Okay, ich nehme hier die Murmel mit. Und meine Pokebälle. So, ach, da sind. Ja, da muss ich ja auch noch welche von kaputt machen. Wenn der da jetzt eh drauf rumdrescht, na, dann mach ich das doch einfach mal hier. Was soll's denn, weißt du? Also, dann kann man das auch eben, wenn man hier eh zu zweit ist, kann man das ja geschwind machen. Bist du eigentlich jemand, der sich von sowas dann gestört fühlt? Also das gibt ja so Leute, die fühlen sich davon dann gestört, ne, wenn jemand anders noch mit drauf drescht auf die Mobs. Ich persönlich finde es nicht so dramatisch. Was ist das denn hier? Hallo? Was sind denn hier für Viecher? Hallo? Nee, was war denn das für ein Ding? Keine Ahnung. Okay. Hier ist noch so ein Mechaniker. Komm, du blöder Mechaniker. Ja, los hier. Komm. Ja, geh jetzt kaputt. Geh sofort kaputt.
Na. Hast du dir das gut überlegt hier? Ja, und der macht wieder gleich Selbstzerstörung. Na, guck mal, hier die Heilkugel, die kann ich mal noch einsammeln. Oh, na, da lohnt sich eigentlich meine Bubbly-Bub gar nicht mehr hier. Bam. Looten nicht vergessen. So. Noch mehr soll ich davon kaputt machen. Ja. Ja, ist natürlich auch ein bisschen viel tatsächlich. Also, was hier kaputt gemacht werden muss. Naja, egal. Geschwächte Maschinen, da werden wahrscheinlich ja noch mehr so eine Dinger sein, oder? Das ist irgendein Wachposten. Nee, guck mal. Gefährliche Waffe. Was für eine gefährliche Waffe ist da denn? Komm, ich guck mal. Was ist hier denn? Hier ist doch gar nichts. Ich bin doch hier. Ist doch nichts da. Na komm, nein, den brauche ich auch hier. Komm her. Und den jetzt noch. Ah, und jetzt muss ich die komischen Verstärkungsantennen ausschalten, siehst du. Das lässt sich machen. Davon, das war doch eine... Oh, das war doch eine hier, oder? Also ich weiß nicht genau, aber ich glaube schon. Das habe ich ja schon aus, oder nicht? So, was ist denn hier? Gefährliche Waffe. Ich weiß nicht, was die gefährliche Waffe sein soll. Ich habe keine Ahnung. Oh, ist ja merkwürdig. Ich gehe jetzt mal weiter zu den geschwächten Maschinen. Vielleicht sind die das. Ich weiß es einfach auch nicht. So. Gefährliche Waffe. Vernichte Wächter und ihre Assassinen. Sind die das hier auch? Hoffentlich. Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich nein. Ich glaube, ich bin schon zu weit. Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Naja, ach so, doch. Naja, aber die zählen jetzt. Ja, das passt ja. Oh, ich habe einen Knauf gefunden. Ich hoffe, ich mache das hier richtig. Weißt du, ich habe überhaupt gar keinen Schimmer. Ob ich das hier richtig mache, ich weiß es echt nicht. Da ist noch eine geschwächte Maschine. Guck mal, und da sind noch so Inspektoren und so. Das muss ich einsammeln. Die haben irgendwelches Zeug, was ich brauche oder so, glaube ich. Also, verdresche ich da jetzt einfach mal und guck mal, ob sich da was tut. 10, 11, 20 habe ich. Okay. Ja, plus 20. Ja, einwandfrei. Das ist doch super. Das ist noch so eine geschwächte Maschine. Das ist noch so ein Wachposten. Ich hau da jetzt, ich dresche da drauf, weste. Ist mir doch alles wurscht hier. Ja, in deinem AOE bleibe ich nun nicht stehen, weißt du? Also, das so lieb habe ich dich nur auch nicht, du. Das kann ich dir verraten. Ich sagte doch, ich habe dich nicht so sehr lieb, ne? Also, ich erwähnte sowas, glaube ich, schon. Ach, komm schon, ey. Und dann machen wir mal das. So. Gott, oh Gott, ist das lästig. Die sind aber, wenn du da alleine drauf drischst, ey, da bist du schon ein Weilchen beschäftigt, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Das ist nicht schön. So, jetzt bist du aber doch mal kaputt hier, oder nicht? Ey, der heilt sich halt auch, ne? Das ist echt ein bisschen blöd hier. So. Alles klar. Ich brauche immer noch Schalte, die dritte. Ach so, das ist die hier wahrscheinlich. Ja, das war die dritte. Und jetzt brauche ich ja hier immer noch... Ach, hier, die brauche ich auch, oder was? Ach, komm schon. So. Da muss man aber viele Sachen kaputt machen und töten hier. Meine Fresse. Ah,
dann fehlt noch die letzte. Aber ich brauche ja hier noch, weiß ich, wie viel. Ne? Ich meine, guck dir das mal an. Von den Mechanikern sind es nicht so viel, aber es sind immer noch genug, ne? Finde ich. Also, muss ich ja leider sagen. Na gut, ich würde mich aber jetzt aus dieser Folge mit einem Kampfgetümmel verabschieden und mich bei dir bedanken, dass du mich wieder begleitet hast. Würde mich freuen, wenn du nächstes Mal zum Questen dann auch wieder mit an meiner Seite bist und wir hier auf dieser kleinen, wunderschönen Isola-Ausgrabungsstätteninsel weitermachen. Wir sehen uns dann und ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und sag ciao.